Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial in der Unreal Engine 5. Heute schauen wir uns an, wie Funktionen überhaupt funktionieren in der Unreal Engine 5. Dazu sind wir im Third-Person-Template und gehen in den Third-Person-Blueprint, ja, Steuerung B, damit wir direkt auf die Verzeichnis drücken können. Und dann Doppelklick drauf und jetzt sind wir im Third-Person-Character-Blueprint. So, im Third-Person-Character-Blueprint erstellen wir uns eine Funktion. Das könnt ihr in den Blueprints meistens hier links auf dieses Pluszeichen klicken. Ja? Und schreibt irgendeinen Namen für die Funktion. Meine Funktion. Ja? So, die Funktion ist ganz einfach erstmal. Die Funktion soll Folgendes ausspucken, und zwar printString. Und wir schreiben hin, das ist meine Funktion. Das ist meine Funktion. Ja. So. Compile. Jetzt gehen wir in Event Graph und tun quasi mit dem Begin Play oder mit dem 1. Ja. 1 Keyboard, Debug Key 1, die Funktion aufrufen. Da haben wir die meine Funktion. Pressed. Meine Funktion, ja. Also ihr könnt die Funktion hier reinziehen und mit dem 1-Key werden wir die aufrufen. So, Compile nicht vergessen. Jetzt gehen wir auf Play, ja, und drücken auf die 1. Ja, die Funktion wird aufgerufen, ohne Probleme. Das Besondere an Funktionen sind, dass ihr sie überall in allen Blueprints aufrufen könnt. Nahezu allen Blueprints, zum Beispiel im Level Blueprint, ja, Open Level Blueprint. Und ich will das mit dem Begin Play, ja, Begin Play, da ist es schon, mit dem Event Begin Play die Funktion aufgerufen ist. Ich muss auf das Objekt referenzieren natürlich, ja. Das heißt, die Funktion ist hier im Third Person Character, also schreibe ich cast to Third Person Character. Leerzeichen cast to Third Person Character. Hier cast to BP Third Person Character. Und diese Klasse ist vom Objekt Player Character. Get Player Character. Und jetzt können wir die Funktion aufrufen. Ja, die Funktion hieß ja meine Funktion. Schreiben wir mal hin meine und da erscheint sie schon. Und genau. Das Besondere an Funktionen sind, wie gesagt, man kann die irgendwo festhalten und man kann sie in anderen Blueprints aufrufen. Ja. So, dann klicken wir mal auf Play und sobald das Spiel anfängt, das ist meine Funktion, wird sie aufgerufen. Das können wir rauslöschen nochmal kurz. Nochmal. Also nochmal auf Play. Das ist meine Funktion oben links. Ja. So. Jetzt können wir auch in Funktionen auch Werte übermitteln. Ja? Wenn ihr hier einmal draufklickt, dann habt ihr hier Inputs und Outputs. Das heißt, sobald wir ein, zum Beispiel, wir können einen Wert eingeben. Ja? Geben wir mal einen Input ein, ja, klicken hier drauf und klicken hier auf dieses Pluszeichen und schreiben hier hin Namen. Ja? Der soll vom Typ String sein. So, jetzt sind wir im Level Blueprint und hier haben wir sofort was Neues bekommen. Und zwar ein Input, ja, eine Informationseingabe. Hier können wir zum Beispiel hinschreiben, ja, JSON, ja, JSON. Und im Third Person Character machen wir das mal mit einem Append Node. Wir ziehen hier den Pin raus, schreiben Append, ja, und schreiben hier hin, mein Name ist Leerzeichen und dieser Eingangswert, den verbinden wir damit. Ja. So. Sobald wir Start drücken, sobald Event Begin Play ist, wird auf die Funktion referenziert. JSON wird als Eingangswert, als Input in die Funktion quasi eingegeben und dann kommt hier JSON rein und hier steht dann mein Name ist JSON. Ja? Play
Mein Name ist Jason Ohm. So, ich werde das mal etwas länger, 4 Sekunden, ja, damit man es besser sieht. Wir können auch Output Notes zum Beispiel auch nehmen, ja, dass das hier quasi nicht in die Funktion reingeht, sondern auch rausgeht. Ja. Dazu gehen wir in die Funktion wieder, klicken hier drauf und hier steht Output. Ja. Und schreiben hier hin Punkte. Ja. Punkte. So, Integer. Ja. Und dann kriegen wir auch so ein Return Note raus. Return Note. Und hier können wir zum Beispiel eine Variable oder wir können hier rausziehen die Punkte und schreiben hier hin Promote to Variable, ja, Punkte, Compile, damit wir einen Wert eingeben können, schreiben hier hin 22. Ja, so, jetzt wird ein Name, der Wert Name eingegeben von außen und der Wert Punkte wird ausgegeben, ja. Und den Wert Punkte können wir zum Beispiel hier in einem zweiten Printstring ausgeben. Printstring und mit dem InString zusammen verbunden. So. Compile. Also was passiert hier? Es passiert, sobald das Spiel anfängt, wir sind im Level Blueprint, referenziert er auf den Third Person Character. Und zwar auf die Funktion meine Funktion. In die meine Funktion wird der Name Jason eingegeben. Wenn wir doppelt draufklicken, dann springen wir direkt zur Funktion. Mit dem Namen Jason wird ausgegeben im PrintString, mein Name ist Jason. Ja? Und dann wird ein Returner Punkte, den wir hier deklariert haben, mit 22 wieder ausgegeben. Ja? Und dieser Ausgang sagt quasi nur PrintString. Oder ich kann das mal hier löschen und schreiben Append. Und schreiben hier hin, ich habe unter Leerzeichen und stellen hier Ding, so viel und noch ein Pin, so viel Punkte. Ja. So. Ja, jetzt klicken wir mal auf Play. So, ich habe 22 Punkte, mein Name ist Jason. Ja. So, das sind Funktionen. Funktionen sind sehr, sehr praktisch und auch eigentlich essentiell für die Programmierung von Spielen. Was sie nicht erlauben, sind Delay Nodes, das heißt zeitlich versetzte Nodes. Ja. Delay Nodes sind ja, kennt ihr ja vielleicht, zum Beispiel nicht Set Delay Length, sondern Delay, reine Delay Nodes sozusagen hier. Ja. Also hier Delay Nodes, ja. So können wir Zeitversetzungen, also alle Nodes, die hier quasi eine Zeit-Uhrzeit angegeben haben, sodass wir einen Zeitversatz machen können, das können die nicht. Ja. Aber für alle anderen Funktionen sind sie ja, sehr flexibel. So, das war's für heute. Wenn ihr Rückfragen habt, gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Bis dahin, tschüss.